Dann machen wir mal mit dem Schmiedequest weiter. Hallo Murasaki, ich hoffe, du bist bei guter Gesundheit. Ah, das ist Jucken, ne? Das geht mir gerade so dermaßen auf den Sack. Ich würde dich gerne um etwas bitten. Es geht dabei um Landstuhl. Nachdem er euren Wettstreit verloren hat, hat er sich in der Gilde nicht mehr erblicken lassen. Bis gerade eben. Er hat mir überraschend einen kurzen Besuch abgestattet. Er hat irgendwas vor sich hingefaselt, von wegen, er wolle auch sich aufs Neue bewusst machen, was es überhaupt heißt, Plattner zu sein. Hält man das für möglich? Er hat vor, mit seiner selbstgeschmiedeten Rüstung ein paar Monster zu bekämpfen. Er mag ja kräftig gebaut sein, aber er hat so gut wie keine Kampferfahrung. Ich habe ihm sofort gesagt, das sei viel zu gefährlich. Und er soll das ja bleiben lassen. Aber das hat ihn nur wütend gemacht. Und so ist die Sache im Streit geendet. Meine Nase bringt mich um. Meine Hoffnung ist, dass er auf dich hört, wenn du ihm gut zuredest. Du bist eine erfahrene Kämpferin und du weißt sicher, wie du dich ihm gegenüber ausdrücken musst, um ihn von dieser Dummheit abzubringen. Und das am besten, ohne ihn zu verärgern. Controller. Was willst du denn hier? Dich schickt doch sicher Nanza. Warum kümmerst du dich nicht um deine eigenen Angelegenheiten? Ich tue hier nur das, was ich tun muss, nachdem ich so schmählich angebootet wurde. Wenn ich meine Vorbereitung getroffen habe, ziehe ich los, und zwar dahin, wo es vor bösartigem Getier nur so wimmelt. Selbst wenn ich dabei mein Leben lassen sollte, kann ich wenigstens ohne Reue auf mein Leben als Plattner zurückschauen. Es hat gar keinen Zweck, mich aufhalten zu wollen, wertes Fräulein Rivalin. Du kannst Nahanza gerne berichten, dass dies hier der Weg ist, den ich einschlagen werde. Nahanza, der macht ganz dumme Dinge.
Auch deine Worte konnten also nicht zu ihm durchdringen. Er hat sich da ganz offensichtlich in etwas verrannt. Diese fixe Idee scheint ihn ja völlig blind für die Gefahren da draußen zu machen. Du hast dir ja nicht nur in unserem Handwerk einen Namen gemacht, auch deinen Ruf als Kämpferin eilt dir voraus. Wohin du auch gehst, kann ich dich bitten, von deiner Erfahrung als solche Gebrauch zu machen? Das ist es ja, kann ich nicht, weil ich hier als Plattnerin arbeite. Also, ich finde das immer lustig, wie sie mich zum Abenteurer machen wollen, obwohl ich die Klasse nicht wechseln darf, ne? Plastio hat sich auch auf zu den Augen gemacht, soweit ich das verstanden habe. Kannst du dich im Geheimen auch dorthin begeben und ihm dem Kampf zur Seite stehen, falls nötig werden sollte? Ja, wird aber nicht. Es ist eigentlich schon Spoiler. Sag, bist du verletzt? Wir sind hier zufällig vorbeigekommen, was wie es scheint ein Glück war. Das ist aber auch ein törichtes Unterfangen, sich solchen Monstern entgegenzustellen, wenn man zuvor noch nie richtig gekämpft hat. Vor deinem Eifer als Plattner muss ich jedoch den Hut ziehen. So viel Enthusiasmus nötigt mir wirklich Respekt ab. Ich könnte mir direkt vorstellen, eine Rüstung bei dir in Auftrag zu geben. Du hast gerade mal zwei Leute dabei, dir die Rüstung tragen? Oder wer redet? Wer ist denn diese Benner? Tja, das ist doch der in der Mitte, oder nicht? Wie dem auch sei, sei vorsichtig auf deinen weiteren Weg. So ein richtiger Abenteurer-Trupp. Ich dachte, mein letztes Stündchen hätte geschlagen. Ich gebe ja wirklich viel auf meine handwerkliche Fähigkeiten, aber eben im Kampf konnte ich mich mit meiner Rüstung kaum bewegen.
Kämpfen war für mich nicht damit nicht drin. Und dann dieses grässliche Monster, das du... Hast du diese Ratte gesehen? Es ist etwas Niederträchtiges, mich so unvermittelt anzuspringen. Aber dem Tod so direkt im Auge zu sehen, hat mir nun, ja, die eigenen Augen geöffnet. Ich fühle mich, als wäre ich hier gestorben und zugleich neugeboren. Ich mache mich sofort auf nach Limsalominsa, um einen Neuanfang zu wagen. Das ist aber eine tolle Rüstung. Warum bist du eigentlich hier? Deine Hilfe brauche ich jedenfalls nicht. Ich kehre allein zurück. Stimmt, ich hatte die mal angefangen, aber nicht beendet und abgebrochen. Zum Glück konnte ich das noch. Das hätte ich dir ja auch machen müssen und dann hätten wir uns ja auch durch. Mogeln können. Aber wir mogeln uns hier nicht durch. Ab jetzt müssen wir wieder. Ab jetzt müssen wir auf jeden Fall uns durcharbeiten. Ach, Morden geht's ja auch lang. Ja. Aha. Naja, wenigstens ist er unversehrt, aber er hat schon wieder vor, allein ein Projekt zu starten, wie es scheint. Na, wenn er dieses Vorhaben nicht auch mal wieder an die Wand fährt. Es tut mir wirklich leid, dich stets Blanstürs dummen Ideen ausbaden zu lassen, aber würdest du dich bitte eine Weile an seine Seite stellen? Ich rede davon, mit ihm zusammenzuarbeiten und ihn dadurch womöglich ein wenig in die richtige Richtung zu lenken. Ich bin mir sicher, dass auch du dabei etwas lernen kannst. Jemanden zu führen ist etwas, von dem man auch selbst nicht zu knapp profitiert. Sprich mit ihm und arbeite mit ihm zusammen. Mit ihm zusammenarbeiten? Oh Mann, ich dachte, jetzt kommen mal wieder neue Charaktere, weil eigentlich bei jedem war es immer neue Charaktere. Aber gut, geht die Questreihe halt um Blanstür. Nochmal. Natürlich ist mir das peinlich, dass du mich bei meinem Kampf gesehen hast. Aber mir ist dabei auch etwas klar geworden. So viel Mühe auch in das Anfertigen meiner Rüstung hineinfließt, so wenig habe ich mich dabei noch in diejenigen hineinversetzt, die sie später auch wirklich im Kampf tragen. Nach allem, was war, bietest du mir hier mit tatsächlich an, gemeinsam mit mir neue Aufträge zu arbeiten. Manchmal erstaunt mich deine Hilfsbereitschaft doch sehr. Also gut, mir soll's recht sein. Lass dir jedoch eins gesagt sein. Ich bin selbst mein größter Kritiker und ich habe beschlossen, meinem Handwerk eine neue Ausrichtung zu geben. Ich möchte mich bei meiner Arbeit ab jetzt viel mehr in meine Kunden hineinversetzen und sie und ihre Bedürfnisse an die Rüstung in den Mittelpunkt stellen. Ich habe mich einen neuen Weg gefunden und will ansonsten keine schlauen
Vorschläge hören.